Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Handball-Damen-Bundesliga-Begegnung Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen. Und Andreas Bartels, der blickt natürlich gerne auch zurück auf das letzte Wochenende. Andreas, da gab es natürlich einen Sieg zu verzeichnen. Ja, es war sehr wichtig. Rückrundenauftakt mit einem Auswärtsspiel in Göppingen mit 4 Toren Unterschied gewonnen. Wie ich finde, eine ganz starke Leistung unseres Teams. Und es war wichtig, halt einfach mit solch einem Auswärtssieg in die Rückrunde zu gehen. Wir haben uns im Hinspiel hier in Göppingen etwas schwer getan, haben nur unentschieden gespielt. Von daher mussten wir uns auch Punkte zurückholen, um halt einfach unsere Ambitionen aufrechtzuerhalten. Und das ist uns wunderbar gelungen. Bevor wir uns weiter unterhalten, gleich über die Mannschaft gegen Leverkusen, wie die Aufstellung sein wird und verletzungsbedingte Ausfälle gibt es ja auch wieder. Mal kurz wieder auf die Zukunft blicken, denn man muss wirklich sagen, es entwickelt sich immer mehr bei Borussia Dortmund. Ihr habt wieder eine neue Spielerin verpflichtet. Also man kann wirklich sagen, Woche für Woche gibt es neue Informationen. Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben in der letzten Woche bekannt gegeben, dass Kelly Dulfer uns in der nächsten Saison verstärken wird. Kelly Dulfer ist sicherlich eine der 10 besten europäischen Handballerinnen, ist niederländische Nationalspielerin und zählt im Moment tatsächlich als beste Abwehrspielerin, ist auch bei der Frankreich-EM als beste Abwehrspielerin ausgezeichnet worden und ist keine Selbstverständlichkeit für Borussia Dortmund, dass wir solch eine Spielerin hier nach Dortmund holen. Wir haben mit Kelly lange, lange gesprochen, viel gesprochen und am Ende war sie überzeugt von unserem Projekt Borussia Dortmund Handball für die nächsten Jahre, wie wir da uns ausrichten wollen. Und sie möchte das gerne mitgehen und wir sind stolz darauf, dass sie dann ab Sommer hier in Dortmund Borussin sein wird. Und da kommt natürlich sicherlich noch in den nächsten Tagen, nächsten Wochen was zu, um es mal vorsichtig andeuten zu lassen. Ich habe mir sagen lassen, ihr baut im Endeffekt ja die ganze Mannschaft um in die neue Saison. Wollt ihr dann natürlich ja eine ganz andere Mannschaft hier präsentieren? Es bleiben wohl einige Spielerinnen, aber es werden viele neue hinzukommen. Ja, es ist tatsächlich so, dass das Gesicht und das Bild der Mannschaft in der nächsten Saison etwas anders sein wird. Ich möchte aber jetzt nicht im Detail sprechen, wer halt einfach im Verein bleibt, wer geht, wer noch dazukommt. Aber wir sind in vielen guten Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen, können aber im Moment noch nicht drüber sprechen oder möchten das nicht. Also Wasserstandsmeldungen gibt es von unserer Seite nicht. Wenn die Dinge fix und klar sind, dann werden wir sie auch vermelden, ja. Anders, ich habe es gerade angesprochen, verletzungsbedingte Ausfälle gibt es auch heute wieder zu verzeichnen. Ja, das ist leider Gottes so ganz, ganz schwer, trifft uns der Ausfall von Caro Müller. Caro hat am Mittwochabend beim Training, ist sie umgeknickt. So wie es aussieht, ist ein Außenband gerissen, dann gibt es eine Knochenverletzung, sieht nach einer Knochenprellung aus. Das wäre halt einfach noch ein bisschen Glück im Unglück. Aber Caro wird uns 3 bis 4 Wochen auf alle Fälle fehlen und das trifft uns in der momentanen Situation sehr hart. Man spricht ja heute vom NRW-Derby gegen Leverkusen. Leverkusen ist ein unbequemer Gegner. Ja, ist ein unbequemer Gegner, kommen immer über eine starke Physis, immer eine starke Abwehrreihe. Wir können auch vernünftig in der Abwehr stehen. Ich glaube, heute wird spielentscheidend sein, wer die Offensivakzente setzen kann. Wenn wir unsere individuellen Möglichkeiten, unsere individuelle Klasse unserer Spielerinnen, nicht nur Alina, alle anderen auch, richtig ins Spiel einbringen können, dann sollten wir auch am Sieger hier hinter von der Platte gehen. Aber es wird schwierig, es wird unbequem. Leverkusen ist da halt einfach auch über die Füße, ist ein sehr, sehr starker Gegner. Leverkusen Platz 6, Borussia Dortmund Platz 5, deswegen muss ein Sieg her. Du hast es gerade angedeutet. Ja, das ist so. Man könnte sagen, es ist ein 4-Punkte-Spiel. Sind also die Spiele gegen direkte Wettbewerber um Platz 4. Die musst du gewinnen und zu Hause erst recht, ja. Andreas Bartels, vielen Dank erstmal für diese Info. Und liebe Zuschauer, wir melden uns jetzt gleich vom Kommentatorenplatz aus und hoffen natürlich, dass wir eine spannende und interessante Begegnung hier sehen werden. Die Zuschauer sind gut gelaunt. Ich schätze mal, so ungefähr 700 bis 800 Zuschauer sind schon am heutigen Freitagabend hier. Und viele Dortmunder natürlich. Heiko Wasser unter anderem wird auch dabei sein. Wieder unser ja, Maskottchen, hätte ich beinahe gesagt. Der Handballer von Borussia Dortmund. Und wir werden natürlich jetzt hoffen, dass wir ihm viele tolle Tore zeigen können. Ja, Heiko Wasser, ich habe es gerade angesprochen. Felix ist ja fast bei jedem Heimspiel da. Zum Glück kann das im Moment, denn die Formel 1 hat Pause. Und ja, der ist so ein richtiger Fan von euch, oder? Ja, definitiv. Auch nicht erst seit gestern.
Um mal jetzt direkt mit einem ganz schlechten Wortspiel zu starten, ich möchte Sie natürlich auch an dem Bildschirm recht herzlich begrüßen heute Abend. Ich hoffe, hier geht es heute Abend ähnlich rund wie bei der Formel 1. Das hört sich gut an, da hast du den guten Sprung geschafft und wir hoffen natürlich auf einen erfolgreichen Sprung. Ja, wir blicken im Moment ja auch noch auf Platz 5. Platz 4 ist natürlich sehr interessant, denn da will der BVB hin, Felix. Genau, und das ist zumindest was den heutigen Abend angeht, mit einem Sieg dann auch möglich. Buxtehude vor uns hat die gleiche Anzahl an Punkten geholt, hat ein Spiel weniger, dementsprechend weniger Negativpunkte steht vor uns. Das heißt, wenn wir heute hier etwas holen, sind wir zumindest für eine Nacht dann wieder Vierter. Und wer weiß, was dann alles noch so passiert. Nichtsdestotrotz, unabhängig von der Ausgangsposition, was die Tabelle angeht, ist das ein Spiel, das war vor der Saison klar, dass man gegen Leverkusen hier zu Hause gewinnen muss, wenn man diesen vierten Platz dann auch einfach am Ende der Saison belegen will. Ich habe es gerade angesprochen, Leverkusen ist ein sehr unbequemer Gegner. Also im letzten Spiel, das stattgefunden hat, da hat der BVB 5 Minuten vor Schluss eigentlich keinen Treffer mehr erzielt. Und das war dann nicht sehr erfolgreich gegen Leverkusen. Wir haben am Ende 21-23 verloren dort, Stand 21-21 und ja, haben uns dann schwer getan, wirklich selber noch zu Toren zu kommen. Woran das gelegen hat, wird man sich sicherlich sehr, sehr ausgiebig und detailliert gefragt haben in der Vorbereitung auf dieses Spiel. Ganz wichtig, ähnlich wie letztes Heimspiel eigentlich Bietigheim, wird auch Leverkusen erstmal defensiv auftreten in der Abwehr. Eine massive, körperlich harte Deckung stellen. Und da muss man dann einfach die Zweikämpfe annehmen und auch gewinnen. Und man muss natürlich, ja, die Abwehr knacken. Und Alina Greisels hat es geschafft. Alina in den letzten Wochen einer hervorragenden Form, um es mal so zu sagen. Eine Topspielerin, wir haben es ja schon in den letzten Spielen berichtet, sie wird auch längere Zeit noch für den BVB tätig sein. Also sie gehört auch zum neuen Gerippe, um es mal so zu formulieren, für die neue Saison. Ja, denke ich mal nicht verkehrt, wenn man vor dem Spieltag ist sie mit 103 Toren führende der HBF-Torschützenliste gewesen. Und nach Möglichkeit sollen heute natürlich möglichst viele Treffer dazukommen. Und gut pariert. Und das ist ganz wichtig jetzt nach solchen Ballgewinnen, nach Aber Fehlern. Das darf natürlich nicht passieren, ein böser Fehlwurf. Und dann ist der Ball drin. Johanna Rude erzielt den ersten Treffer für Leverkusen. Hier kommt die Wiederholung und sauber gemacht. Keine Abwehrmöglichkeit. Ausgleich 1:1 nach knapp 2 Minuten hier in Herdecke. Also dieses Spiel findet auch wieder hier in Herdecke statt. Liebe Zuschauer, die Sporthalle Wellinghofen steht natürlich weiterhin nicht zur Verfügung. Die Umbaumaßnahmen laufen immer noch in Dortmund-Wellinghofen und sie sollen so Ende April abgeschlossen sein. Und vielleicht haben wir Glück und können auch irgendwie ein Spiel dann in Wellinghofen erleben, Felix. Also Stand jetzt planen wir so, dass die letzten beiden Heimspiele, das heißt das gegen Neckarsulm und das gegen Halle, dass die in Wellinghofen stattfinden sollen, weil eben da uns zugesagt wurde, schön gespielt. Ah, das war Pech. Gut pariert. Ja, die Vorlage hätte ein Tor verdient gehabt. Nele Kurzke im Tor. Und Leverkusen. Sehr schön, schnell gespielt. Und? Ja, ist richtig. Da gibt es die erste gelbe Karte am heutigen Abend. Und wir dürfen den ersten 7 Meter uns anschauen. Jennifer Rude hat die Möglichkeit, jetzt Leverkusen in Führung zu bringen nach 3 Minuten. Und sie verwandelt. Die Gäste führen also jetzt hier in Dortmund. Da sehen wir nochmal die Wiederholung auch. Schön zu sehen.
Hammer von Kreil. Schön gesehen von Alina und klasse! Ja, das wird das Mittel der Wahl sein. Man sieht es jetzt auch schon zum zweiten Mal. Du musst den Innenblock attackieren, dass sie eben den Schritt vormachen müssen, dass sich die Räume da ergeben und dann schnell abräumen. Also auch der Fehlwurf von Schocki gerade von außen war ja gut weitergespielt, genau richtig. Wir werden heute, so leid es mir tut, relativ wenig Tore aus der zweiten Reihe sehen. Dafür stehen sie einfach gut da hinten. Und es ist eben ganz wichtig, was ich gerade auch dann schon angesprochen hatte nach dem ersten Ballgewinn, dass man so viele Tore oder Aktionen wie möglich gegen eine ungeordnete Defensive nimmt, indem Leverkusen halt noch nicht geordnet ist. Gerade wenn man eben aus dem aufgebauten Angriff sich schwer tut, und geht jeder Mannschaft so, Leverkusen hat die viertbeste Abwehr der Liga. Wildes Ding. Die 3:2 Führung und 5 Minuten sind gespielt. Wir sehen jetzt im Leverkusener Angriffsspiel, da geht viel über 1-1 Aktionen. Eigentlich jede Spielerin sucht erstmal den Kontakt. Und dann wird druckvoll weitergespielt. Und dann ist der Ball drin. Ja, und dann muss man einfach diese 1-1-Duelle hinten gewinnen, das ist so. Und das war jetzt gut gespielt, gut aus der schnellen Mitte gekommen. Und das sind eben genau die Situationen, die ich meine. Leverkusen hat einen Angriff, Abwehrwechsel, wie er Jocke im Innenblock kommt. Und wenn man dann eben die Mitte schnell ausführt, dann ist da Platz. Ja, und Alina erfolgreich. Ja, das ist Knochenarbeit da hinten. Da jedes Mal das 1-1 anzunehmen. Und das Problem ist halt, wenn du da ein bisschen nachlässt oder nicht ganz konzentriert reingehst, dann klingelt's. Ja, und Sevilla Gotita auf der Mitte ist eine Spielerin, sehr spielintelligente, ist nicht die größte. Aber sie nutzt solche Lücken eben extrem clever. Und da war es jetzt mal eben so, dass wir da nicht ins 1-1-Duell, nicht ins körperliche Duell gekommen sind. Und dann ist die Lücke natürlich auch da, weil vorher gut vorbereitet wurde. Der Zweikampf, den Dana Dreckmann da gerade gegen, ich glaube es war Joanna Rode, geführt hat, war jetzt auch wieder ein Indiz dafür, dass sie sicherlich nicht zurückziehen. Und dann haben sie mit Nele Kurzgeben auch eine ziemlich gute Torhüterin hinten drin. Und der war nicht unwichtig. Ja, und da kommt viel Applaus, hier sehen wir die Wiederholung. Joanna Rode war das. Andreas hat es ja gerade auch schon gesagt, also die Mannschaft, die heute ihre Offensivakzente konsequenter und entscheidender setzen kann, die ist sicherlich im Vorteil, weil
keine der beiden Teams wird, glaube ich, dem anderen den Gefallen tun, auf einmal Lücken in der Abwehr zu offenbaren. Dafür sind beide zu. Und? War der Ball drin oder war er nicht drin? Da wird protestiert, ich glaube, aber die Entscheidung war richtig. Schiri stand gut. Wichtiger Pfiff. Zeit oder, nee, wir kommen jetzt nicht in der Zeitlupe rein. Doch. Oder da? Nee, sehen wir jetzt nicht. Also. Ja, aber der Pfiff war nicht unwichtig, weil Amelie Berger da völlig blank war bei den Abpraller. Schocki war schon zum Gegenstoß weg. Aber das zeigt eben auch, dass Vielleicht können wir es jetzt noch mal sehen. Da sehen wir es. Und? Nee. Der Ball, guck nein, mal, nein, da ist die Linie nein. Her, nicht ganz, drüber. Ganz rüber. Da sieht man es nicht. Also da fehlt ein Millimeter. Und da ist er drin. Also die Ausrichtung gefällt mir richtig gut und die Umsetzung. So musst du spielen gegen Leverkusen. Aber sicherlich auch eine Frage der Kraft hinten raus. Weil es halt extrem anstrengend ist, gerade in der Abwehr. Es gibt ja immer noch viele, die denken, man könnte sich in der Abwehr so ein bisschen ausruhen. Das ist heute mal definitiv nicht der Fall, weil sonst wird das sofort bestraft. Winkler ist wieder da, stand die Abwehr wieder gut. Kreiselt. Ja, ist natürlich dann auch richtig, nicht auf Deibel komm raus, um jeden Preis dann den Ball irgendwie nach vorne tragen zu wollen, schnell. Ja, die Halle ist sehr, sehr gut besucht am heutigen Abend. Ich habe es gerade schon gesagt, ich schätze mal so um die 700 Zuschauer. Das war jetzt Pech. Und das war mehr als Pech jetzt. Ja, aber ich meine, okay, ob der Ball jetzt vom Innenpfosten über Rinkers Rücken reingeht oder ein paar Zentimeter weiter rechts geworfen ist und direkt reinfliegt. Leverkusen mal schnell gespielt und Jennifer Rode mit ihrem starken linken Arm einfach mal in Position gebracht. Und ja, es ist durchaus wahrscheinlich, dass so ein Ball dann drin ist von ihr. Sehr schön hochgestiegen. Schauen wir auch nochmal in der Wiederholung jetzt hier. Ja, sehr gut. Auch gearbeitet von Anne. Hammer sieht das. Und im Gegenzug sofort den nächsten Treffer. 6:6. Da sehen wir auch die Wiederholung. Ja, wieder Jogutite. Die sieht es sofort, wenn man da im Innenblock zu passiv ist, nicht richtig steht, dann klingelt's. Also es geht doch sehr schnell, aber sieht aber auch schon fast 12 Minuten gespielt. Felix, also ich habe den Eindruck, er ist ein sehr, sehr schneller Spieler am heutigen Abend. Ja, weil beide Teams eben wissen, es ist vielleicht die bessere Variante, wenn man nicht unbedingt gegen die aufgebaute Abwehr spielt. Aber auch das macht der BVB gut. Das war jetzt der dritte oder vierte Ball, der da konsequent gut nach außen rausgeht. Und es gibt die erste Auszeit und wollen wir mal schauen, was der Dortmunder Trainer jetzt dort also den Spielern mit auf den Weg geben wird. Also die Angriffsleistung gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut. Warte mal, wir hören mal rein, vielleicht kriegen wir den Ton. Ich denke, es wird um die Abwehr gehen. Okay. Aschka, 5-1, 9 Meter, nicht da, ja, 9, okay, gut. Okay, Zur Mitte, ja, Wurfarm ist sehr gut. Die drei müssen wir auf den Wurfarm und Kontakt. Das haben wir gut gemacht, aber jetzt zweimal waren wir zu spät. Aber da müssen wir dran. Sonst ist gut. Vorne Geduld, ja, richtig Geduld. Druck in die Lücke. Wenn wir das machen, dann ist alles okay. Und ja? Auf den Rückraum werfen, die stehen da 6 Komm, Meter hinaus. Komm, auf! Das hörte sich gut an. Sehr deutliche Ansage. Genau, die drei, das ist eben zivile Jogutite. Er sagt es, ein bisschen versetzt auf dem Wurfarm stehen, weil der Hebel untenrum sonst frei ist. Und sie braucht eben Kontakt, sonst schießt sie da munter weiter.
Ja, und einer sagt es eben auch, ganz ohne die Würfe aus dem Rückraum geht es auch nicht. Es ist immer, wie gesagt, wenn man den Innenblock nicht nach vorne zwingt, indem man da attackiert, auch mal torgefährlich ist, selber schießt, dann bleiben die hinten. Es ist einfacher zu verschieben und es ergeben sich halt nicht so gute Lücken bzw. gute Wurfwinkel für die Außen. Aber das funktioniert, hat Gino ja auch gerade gesagt, bisher eigentlich ganz gut. Ja, ein schönes Tor von der Nummer 10, Jennifer Kempf. 7:7 durch die Nummer 10, Jennifer Kempf. Ja, auch der Nachwuchs hat Spaß hier am heutigen Abend. Und gut pariert. Oder, weiß nicht, ob wir da eine Zeitlupe haben, aber wenn sie da im Kreis steht, wobei keiner protestiert, dann stand es auch nicht. Schiris haben eh immer recht. Ah, da wäre der Pass nach außen wieder gegangen. Ja, so geht's auch. Ja, gut hochgestiegen wieder. Nehmen wir noch einmal den Treffer in der Wiederholung. Sehr gut gearbeitet von Stocki. Und der BVB! Ja, da ist gut, dass die Ebbinghaus-Banden da liegen. Perfekt! Ja, komm mal. 9:7 für Borussia Dortmund. Und Leverkusen baut auf. Und ich glaube mal, das geht in Ordnung. Ja, definitiv. Passt die Zuteilung auf der Halbposition nicht ganz, weil Joanna Rode da von links außen eingelaufen war. Ich hab so den Eindruck, Leverkusen kommt überwiegend, versucht mal durch die Mitte zu kommen. Es wird zu wenig über außen gespielt. Und die Dortmunder Torfrau jetzt Clara Wolterink. Und wird sie erhalten? Ach, hatte keine Chance. Stark geworfen. Da sind wir auch nochmal Wiederholung konzentriert und der Ball ist drin. Ja, sie macht's. Sieht, die Beine sind offen. Bringt sich selber gar nicht erst in die Situation, vielleicht einmal anzutäuschen, dann nachzudenken, oh Scheiße, was mache ich jetzt? Und dann haut den humorlos rein. Glück geholt von Svenja. Aber genau, ja, die richtige Aktion. Svenja ist aber auch noch nicht so richtig im Spiel gekommen. Ja, aber ist ja jetzt auch erst kurz drauf. Und danach wurde da behandelt. Jetzt mit einem dicken Verband am Oberschenkel. Ja, und das sind die Würfe, die man auch braucht. Da kommt die Wiederholung. Kraftvoll hochgestiegen. 10:8. Für Borussia Dortmund. 15 Minuten jetzt gespielt. Hier in Herdecke in der Bleichsteinhalle. Wenn zum ersten Mal die Möglichkeit auf 3 Treffer wegzugehen. Und das verteidigen sie echt gut. Also da wird dann viel von außen, von den Halbpositionen nach innen auch geholfen. Also das Zentrum ist zu. Ja, das kann Zentrum sie. Ist zu, ja. Okay, tut mir leid. Zentrum ist dann doch nicht immer zu, bei so einem Wurf schon mal gar nicht. Und schon wieder. Aber das ist. Wir müssen aus der Zeit rausgehen. 11:9 mittlerweile. 16 Minuten jetzt gespielt. Ja, die Angriffsleistung ist top. 11 Tore nach 16 Minuten. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. In der Abwehr fangen sie sich.
teilweise zu einfach eben die Tore noch über das Tempo. Das war die dritte gelbe Karte gegen die TSV Austria gegen Sibylle Jugutite. Sibylle Jugutite sah jetzt die gelbe Karte auf Seite 04. Und Alina Kreisel erneut. Ich glaube, sie wird heute wieder die herausragende Spielerin sein. Ja, das waren zwei ganz ordentliche Unterarmwürfe. Also hier ein Sieg gegen Leverkusen wäre sehr wichtig. Andreas Bartels hat es ja gerade gesagt, also dass das ja fast ein Vier-Punkte-Spiel ist heute Abend. Nein. Ich weiß nicht, vielleicht kam Anne da durch den Kreis, aber... Jennifer Rode setzt genau. Die Dinger auch relativ formal los. Da sieht man es jetzt auch sehr gut. Da sieht man die Dortmunder Bank. Schön angespielt. Das kann sie Anne Müller. Aber auch wieder sehr gut gesehen von Alina Kreisel. Ja, alles. Die beiden Unterarmwürfe, da ist klar, da muss ich raus aus dem Innenblock, sonst gibt es den dritten. Und die Auftaktlandung zielt halt eben genau darauf ab, dass die Kreisläuferin erst auf die Halbposition verschiebt und dann in den entstehenden Raum einläuft. Geschlossen durch den Vorach Sally Potocki. Schnell ab. Ja, ich glaube, die Dortmunder werden sich wieder fangen. Jawohl. Gut zurückgelaufen. ...20 Minuten gespielt jetzt hier in der ersten Halbzeit. Und abgeschlossen wieder. Sally Potocki. Es scheint irgendwas an der Hallenuhr falsch eingestellt worden zu sein. Ja, die Zeit. Nach 20 Minuten Schluss. Ja, jetzt muss man mal gucken, dass man die Uhr ganz schnell wieder jetzt hinkriegt. Vorhin hatte das ja alles geklappt und ich sehe auch, dass der Dortmunder Trainer jetzt gleich auch wahrscheinlich eine Auszeit nehmen wird nochmal, um vielleicht eine neue Anweisung zu geben, aber erstmal muss die Uhr jetzt hier in Fahrt gebracht werden, dass sie wieder läuft. Denn sie ist auch nicht weitergelaufen. Unsere Uhr hier steht auf 20 Minuten und 9 Sekunden. Jetzt wird das mal alles gelöscht und jetzt wird neu programmiert wahrscheinlich, um dass es dann weitergeht. Und man sieht also, Felix, der Dortmunder Trainer gibt sofort am Rande noch einige Informationen weiter.
Ja, es wird diskutiert jetzt im Moment da drüben am Zeitnehmertisch. Und ja, ja, die. Wir sind also beim Ergebnis, sind wir jetzt schon richtig, 13 zu 12 oben zu sehen, die Uhr. Und ja, jetzt werden noch 10 Minuten runterlaufen, einfach. Ja, also ja, über 9 Sekunden achten wir jetzt mal nicht so drauf. Und, ja, es kann gut sein, genau. Fangen wir bei 0 an auf der Anzeigetafel und die erste Sekunde läuft. Aber wir haben es bei uns hier richtig laufen, Kollegen. Jetzt geht's weiter. Genau. Wir sind ja pfiffig im Ü-Wagen. Das haben sie jetzt gerade auch schon bei Miyachoka auf der anderen Seite abgepfiffen. Aus meiner Sicht auf beiden Seiten keine Schritte. Und gut gehalten und geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Leverkusen hat den Ball und der Ball ist drin. Ja, das ist das Problem, wenn du. Rode wieder. Das ist das Problem, wenn du natürlich konsequent auf den Gegenstoß gehst und auch auf die zweite Welle direkt. 13 zu 13 Auszeit. Und jetzt gibt es die Auszeit. Und mal hören, was der Dortmunder Trainer zu sagen hat jetzt. Abwehr, wir gehen zurück nach 6-0. So, Anne mit Dida in der Mitte. Svenny kommt wieder raus. Aschka rechts außen. Und du Rückraum rechts. Okay, gut. Vorne, bleib in die Struktur. Und das ist gut. Rot. Und dann 2 gegen 2. Aber gut an der Seite. Und von da Mitte haben wir eine riesen Lücke. Aber dann Lücken laufen und weiterspielen. Aschka tief, wir haben da Rechtshänder mit schneller Pässe nach außen. Ja? Und von daher ruhig hinstellen und dann explosiv. Ja? Okay, komm weiter. Felix, was sagt der Experte hier bei mir am Tisch? Sitzt hier noch einer? Ach, ich, okay. Ja, ich hab gerade gesagt, wir können auf 3 weggehen. Da waren wir mit 2 vorne, jetzt steht es wieder unentschieden. Ja, aber warum das so ist, weiß man manchmal nicht genau. Also Leverkusen macht's gut. Sicherlich, die haben genauso wie wir eigentlich die Marschroute, denke ich mal, vorgegeben gekriegt. Seht zu, dass ihr möglichst viele einfache Tore werft. Und ja, die arbeiten auch viel über die schnelle Mitte. Über die erste, zweite Welle. Und die BVB trommeln zum Angriff hier und die Zuschauer gehen mit. Der BVB weiter in den Ballbesitz. Ah, es geht weiter, denke ich mal. Kein Problem. Alles im Grünbereich. Berliner Kreis ist wieder. Ja, da kam sie nicht durch, sehr gut geblockt. Ja, sie verteidigen das gut. Also ja. In den 1-1-Duellen ist es unglaublich schwierig. Stehen gut und packen auch resolut zu. Da ist einfach dann die Kunst, da trotzdem immer wieder reinzugehen. Und ja, schade, dann eben diesmal die Torhüterin verladen, aber leider nicht das Tor getroffen. Und die Leverkusen könnten jetzt in Führung gehen. Endlich über Aus mal wieder. Und der Ball ist noch heiß und er ist. Ja, und das sind eben drin. Das ist der dritte Abpraller jetzt, wo du schon auf dem Weg nach vorne bist auf der Außenposition. Johanna Rode wieder eine sehr auffällige Spielerin natürlich auch. Ja, die hat alle drei Abpraller reingehauen.
So, Freunde, nur 7 Minuten sind noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Es läuft noch nicht so richtig rund. Und Leverkusen führt. Dortmund hat schon mit 3 Toren vorhin geführt. Jetzt führt Leverkusen. Ja, aber das sind, also die Abpraller, sowas gleicht sich im Verlauf von dem Spiel meistens einfach aus. Ja, man muss auch sagen, die Schiris pfeifen ungern 7 Meter bei den Situationen. Sicherlich kann man so machen. Also Tschokke steht bei so einer Abwehraktion natürlich irgendwann im Kreis. Aber entscheidend ist dann aus ihrer Sicht eben einfach, wann die Aktion angefangen hat, wo sie sie aufnimmt. Gut pariert von Vanessa Fee. Also wir werden sicherlich bis zur letzten Minute eine spannende Begegnung hier erleben. Das ist, habe ich so im Gefühl, was wir bis jetzt ja schon gesehen haben. Ja gut, Fünfter gegen Sechster, ein Punkt Unterschied. Ich glaube, Torverhältnis tut sich auch nicht viel. Das ist nicht wirklich verwunderlich in der Situation. Und diesmal wieder Leverkusen erfolgreich mit der Nummer 8. Podocki. Und jetzt muss der BVB mal wieder abschließen. Ja, sie stehen gut. Die Gäste, aber das war gut angespielt und dann hat der BVB endlich mal Glück. Ja. Aber? Ja, er hatte schon gepfiffen, als der Ball vom Pfosten zurückgesprungen ist. Ja gut, dann haut man halt einfach den 7 Meter rein. Ja, es war gut gespielt von Dana wieder. Also, wie gesagt, wird entscheidend sein, weiterhin torgefährlich zu bleiben, diese Duelle anzunehmen. Und Alina Greisel verwirkt, ja. Aber dann ist er drin. Ja, das ist das, was ich meine. Solche Abfaller, die gehen dann halt einfach irgendwann mal auf der anderen Seite. Das gleicht sich immer aus, da darf man sich nicht bekloppt von machen lassen. Die entscheiden so ein Spiel meistens nicht. Und dann entscheidend ist es eben, dass man hinten die Lücken zumacht, einander hilft und mit Tempo nach vorne geht, was jetzt gerade wieder passiert. Wieder gut gespielt von Dana, diesmal haut er das Ding direkt rein. Da wird auch kein 7 Meter gepfiffen, nix, so einfach. Ja, schön zu sehen hier. 2 Minuten für Podocki, denke ich mal, auch berechtigt. Hängt da hinten dran. Wenn sie noch, also alle gelben Karten schon gegeben gegen Leverkusen, zu dem Zeitpunkt sicherlich dann auch ein Indiz dafür, wie sie decken, wie sie im Spiel sind. So generell wird sich am Leverkusener Spiel aber nicht viel ändern, ob mit Kreis oder ohne. Da wird irgendwann jemand sich den Rückraumwurf nehmen. Gut verteidigt von Hammer. Gleiche Auftakthandlung wieder. Jetzt kommt Rode. Und der Ball ist drin. Ja, und was auf der einen Seite gilt, gilt auf der anderen Seite auch. Du musst rausgehen. Gerade wenn kein Kreis da ist, den du vielleicht abdecken musst. Gut gespielt. Und drittes der Ball ist gutes drin. Anspiel von Dana. Hintereinander zum Kreis. Anne Müller. Und noch 3 Minuten in der ersten Halbzeit jetzt zu spielen. Ja, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Die offensive Deckung jetzt gegen Jogo Tite. Dann ist es schwieriger, da gerade in Unterzahl Druck aufzubauen aus dem Rückraum. Und die Würfe sind nicht so frei. Und natürlich seitlich verschieben, ganz wichtig. Ja.
Und Sie sehen es, knapp 10 Sekunden noch Leverkusen in Unterzahl. Leverkusen jetzt wieder voll, bleiben bei der 5-1-Deckung. Müsste langsam mal der Arm hochgehen. Ja, jetzt ist er oben. Das ist. Und der Ball ist drin. Mia Sesoke. Da kommt die Wiederholung. Und die Gäste jetzt aus Leverkusen führen. Ich hätte jetzt fast gesagt, das Anspiel an Kreis, wenn das passiert, okay. Aber der Wurf war echt nicht verkehrt. Also Anne ist eigentlich da, hat den Kontakt. Der BVB muss und sollte jetzt abschließen. Die Zuschauer fordern es. Und da ist der Ball drin. Der 18. Ausgang 90 Sekunden noch in der ersten Halbzeit. Nein. Und 2 Minuten. Also wenn wir da nochmal die Zeit haben, wir werden sehen, Potocki versucht gar nicht sich zu drehen, springt einfach nur ab und will die 2 Minuten ziehen. Ja, kann man leider nicht so sehen. Der ist dahinter, den Kontakt schiebt sie raus und ja, natürlich gibt es dann diese Art, aber... Und es gibt noch mal eine gelbe hinzu. Zum 18:17 trifft unsere Gäste die Nummer 43. Jennifer Rode. So, und die letzte Minute läuft jetzt hier. Die Dortmunder Torfrau ist im Tor. Ja, ich denke mal, ist jetzt erstmal wichtig, dass man die Zeit so runterspielt, dass Leverkusen keinen Angriff mehr kriegt. Bisschen Unterzahl nicht zwangsläufig, aber gut gespielt von Leo. Ja, schön überhaupt. Oder wird's in der Kabine Ärger geben? Nochmal die Wiederholung. Und im Gegenzug. Dann wieder Leverkusen und die letzten 20 Sekunden jetzt in der ersten Halbzeit zu spielen. BVB noch in Unterzahl und man sollte jetzt irgendwie in den letzten 10 Sekunden abschließen. Irgendeiner sollte jetzt den Wurf loslassen und das war's. Noch nicht ganz. Also BVB hat noch einmal den Ball. Oh, das war nicht gut. Hoffentlich. Und jetzt rot. Keine rote Karte aus dem einfachen Grund, dass Sekutite springt. Die springt, geht mit dem Ball, springt hoch und dann geht der Ball natürlich ins Gesicht. Also. Nein, es. Also klar, die Regel ist, wenn du einer stehenden Gegenspielerin ins Gesicht wirfst, das billigend in Kauf nimmst, dann ist das so. Aber da. Ich versuche jetzt neutral zu bleiben, aber aus meiner neutralen Sicht ist das keine rote Karte, einfach weil sie. Nicht nur nach oben, sondern sogar noch seitlich mitspringt. Und ja, also wenn ich. Also das ist keine gute Entscheidung jetzt gewesen vom Schiedsrichter. Vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Du hast recht, sie springt also. Und ja, Halbzeitstand dann 18:19 und der BVB muss jetzt in der zweiten Halbzeit aufpassen, Felix, dass wir die zweite Halbzeit gut überstehen. Ja, also wenn man sich den Halbzeitstand anguckt, 18 geworfene Tore, sicherlich
überdurchschnittlich gut, aber 19 kassierte auch unterdurchschnittlich schlecht. Und ja, da muss man einfach ansetzen, dass der Punch in der Abwehr, der war phasenweise war ja da, aber Leverkusen kommt halt auch gerade über das Tempospiel viel zu einfach dann zum Abschluss, zu wirklich auch freien Abschlüssen. Ja, und da wird Gino, denke ich mal, den Hebel jetzt ansetzen wollen in der Pause. Und die zweite Halbzeit ist nun angesagt hier und die Zuschauer hier auf der Tribüne. Ja, das hat man schon gesehen. Leo ist jetzt nicht ganz so begeistert, dass sie da auf der Seite des Spielfeldes sitzt. Hätte er wahrscheinlich sogar auf der Platte gestanden. Aber so ist es nun mal. Der Schiedsrichter hat entschieden und wir wollen auch hoffen jetzt, dass wir auch 30 Minuten auf der Anzeigetafel sehen. Denn die beiden Schiedsrichter haben sich extra noch mal bei den Zeitnehmern jetzt erkundigt, ob alles richtig eingestellt ist. Ja, wir werden es nicht rausfinden. Die Uhr fängt wieder bei 0 an. Aber hoffen wir mal, dass sie bis 30 durchläuft. So, Leverkusen mit der breiten Spielanlage in Überzahl. Und gehalten. Und im Tor jetzt Clara Woltering. Ja, ich sag mal so, es gibt sicherlich Angenehmeres als in Überzahl, kalt von der Bank, das war Elaine Rode auf rechts außen, gegen Clara Woltering den ersten Wurf der Halbzeit nehmen zu müssen. Und sie bleibt auch im Tor, man ergänzt die Mannschaft nicht mit einer weiteren Feldspielerin. Kreisel versucht da durchzukommen. Da sehen wir Clara Woltering, die Dortmunder Torfrau. Ja. 50 Sekunden noch in Unterzahl und man müsste langsam abschießen. Ja, drei Pässe noch, der Schiedsrichter zeigt es an. Gucken, ob es jetzt direkt auf den Rückraum, wo von Hammer hinausläuft. Oder Alina. Alina und sie wirft rüber. Nicht gut aus Dortmunder Sicht. 30 Sekunden noch in Unterzahl. Ja, klasse pariert. Aber zurückgepfiffen. Also die Schiris machen sich hier gerade keine Freunde in der Halle. Ja, das könnte tatsächlich. Ich hätte es einfach laufen lassen. Gut, jetzt ist Stürmer vorgepfiffen. Clara hat eh die Finger dran gehabt. Unterzahl gut überstanden. Jetzt natürlich ärgerlich, dass gerade bei dem, wir haben es ja jetzt auch gerade gesehen, da saß ja nicht nur Leo auf der Tribüne, sondern noch ein paar andere verletzte Spielerinnen, die man sicherlich ganz gut brauchen könnte. Da ist, können wir, glaube ich, froh sein, dass nichts. Hammer scheint weiter zu spielen. Ja. Nichts passiert, ist auf Rodes Knie gelandet. Aber hat sie nur abfangen können. Hat es gehapert, aber so wie es aussieht, doch nicht. Ja gut, also wenn man auf Ecke entscheidet und dann die gegnerische Torhüterin fragt, ob sie dran war, ja, das ist gut. Dann würde ich auch sagen, dass ich dran war. Aber ich denke, es war richtig. Vanessa Fehr war tatsächlich dann noch am Ball. Aber trotzdem... Bei den nächsten 7-Meter-Entscheidung dann auch einfach die Abwehrspielerin fragen, ob sie den wirklich so hat. Da zum Beispiel. Nein, Quatsch. Alles in Ordnung, das waren also Schritte. Also an der Schiedsrichterin hat bis jetzt nicht gelegen, muss man deutlich sagen. Nö, also auch wenn diese rote Karte ein bisschen hat in erster Linie gar keine Auswirkungen gehabt bis jetzt. Noch kein Tor gefallen.
Was da sicherlich, das ist ein 7 Meter. Ja, da kommt Brüggemann, oder Nerode war es, ganz klar aus dem Kreis. Ich bin eigentlich ein Fan davon, diese Abwehr durch den Kreis Geschichten nicht konsequent so durchzupfeifen. Aber ja gut, wenn man dann wirklich klar durch den Kreis kommt. Aber nichts passiert. Und dann Alina Greifer. Endlich der Ausgleich. Nach 34 Minuten. Aber in Bestform Clara Wolterich. Das war jetzt, also, glaube ich, Nummer 4 von 4, ne? Das ist schon großartig, was sie jetzt in den ersten 4 Minuten der zweiten Halbzeit hier gezeigt hat. Weltklasse. Da sieht man es noch einmal. Also eine tolle Parade. Sehr schnell auch wieder auf den Beinen. Aber trotzdem, der Abschluss ist einmal mehr viel zu frei. Da müssen sie sich was einfallen lassen. So eine ähnliche Aktion gab es gerade 2 Minuten. Ich bitte alle Leverkusener Fans zu verzeihen, aber irgendwie muss man ja auch ein bisschen parteiisch sein. Gut, dass du das jetzt gesagt hättest. Ja, aber aus meiner Sicht, der Ball landet bei Anne, sie hat ihn unter Kontrolle, Jockey ist zu spät, hängt hinten dran. Ich weiß nicht, ich glaube, das steht so im Lehrbuch für Schiedsrichter, dass das einfach 7 Meter ist. Das hast du schön gesehen. So, das steht übrigens auch im Lehrbuch. Und deswegen kriegst du jetzt auch dein 7 Meter. Nee, das ist ja nicht meiner. Ich habe damit relativ wenig zu tun, aber hier, ja, ab hier durch den Raum, genau. Du spielst ja förmlich hier am Kommentatorplatz mit. Also, darf ich das auch so formulieren? Und jetzt kommt Svenja Huber. Sie wird also, da sieht man gerade die Trommel. Wenn man dann noch eine Cola in der Hand hat, ist es nicht so einfach zu trommeln, um auf das Bild zu kommen. Ja, hoffentlich sitzt der Kollege in der ersten Reihe. Guck mal da, es geht. Hoffentlich sitzt er in der ersten Reihe. Und jetzt kommt Svenja Huber und trommelt er Svenja Huber zum Erfolg. Nein, das gibt es doch nicht. Also das war wohl nichts. Hätte er mal die Cola aus der Hand genommen. Und hätte beide Hände zum Trommeln genommen. Es gibt eine Auszeit, so wie ich sehe, ja, Auszeit. Und wir hören mal, was der Gino jetzt wieder zu sagen hat bei dem BVB-Handballdamen. 6-0 weiter, kompakt ist gut. Ja, vorne wieder zurück in die, ja, gerade mit Alina drüber gesprochen, wieder zurück mit 1 und Rolle, aber starten mit 2 gegen 2 und von daher weiter. So ganz ruhig hinstellen. 2 gegen 2 und dann in der Mitte den Druck und da entscheiden. Ja? Und jetzt mit Svenny Linkshand ist es etwas einfacher. Ja. So. Jetzt müsste ja irgendwann mal es laufen. 19:19. Nach 5 Minuten und 44 Sekunden jetzt hier in der zweiten Halbzeit. Also eigentlich relativ früh genommen die Auszeit von Robert Nadam, ist ja nichts passiert. Ich meine, die haben jetzt bisher ein Tor kassiert und keins geworfen in der zweiten Halbzeit. Das wird er sicherlich angesprochen haben. Nichtsdestotrotz hat er, glaube ich, auch ja, gesehen, die Uhr dass sie... läuft wieder nicht, also... Doch, jetzt. Jetzt läuft sie ja. So ein bisschen ganz entspannt bleiben, Uwe. Ja, jede Sekunde ist wichtig in dieser Begegnung, ist egal für wem jetzt. Ja, aber wie gesagt, also Robert Nadam wird auch gemerkt haben, dass sie da ein paar Mal jetzt Glück hatten und nicht ganz so optimal standen in der Abwehr und den Pfiff dann eben nicht gekriegt haben. Letzten Endes dann doch durch den 7 Meter. Ja, da kam sie nicht dran. Sie lag in der richtigen Ecke. Die Gäste führen mit 20:19. Nein, das ist kein Stürmerfoul. Das ist genauso wenig, wie es auf der anderen Seite von Rode 1 war. Da steht keine der Beteiligten steht. Und wenn die Abwehrspielerin nicht steht, ist es auch kein Stürmerfoul. Aber das ist ein
Ich sag mal, ein kleiner Trend, der sich jetzt auch bei der Männer-WM, bei der Frauen-EM gezeigt hat, dass bei diesem Stoßen auf die Lücke 1 und 2 wird das schnell mal gepfiffen. Da muss man sich natürlich dann auch klar als Angriffsspielerin darauf einstellen und vielleicht eine andere Lösung wählen. Schritte. Arm ist oben. Also die Tore, die wir in der ersten Halbzeit sehr schnell gesehen haben, die vermisse ich jetzt in der zweiten Halbzeit, in der Anfangsphase. Weil im Dortmunder Tor Clara Woltering in Topform ist, aber auch die Angriffswellen beider Mannschaften nicht erfolgreich abschließen, weil irgendwie sie die Lücke nicht finden. Und es gibt 2 Minuten. Und da steht sie goldrichtig, hätte ich beinahe gesagt. Sie stand auch gut, aber gepfiffen. Und Leverkusen hat weiter den Ball. Und Glück jetzt. Also, man trifft hier nur den Pfosten. Definitiv richtig, da keinen Stürmer vorzugeben. Unabhängig davon, was da passiert. Aber wenn man es auf der einen Seite pfeift, dann muss man es auf der anderen Seite auch pfeifen. Aus meiner Sicht kann man es einfach ganz weglassen. Aber das war die klassische Situation. Rode geht auf die Lücke 1 und 2. Natürlich schieben die Abwehrspielerinnen zu. Beide machen einen Schritt zur Seite. Und beide stehen nicht. Dementsprechend kein Stürmerfoul. Und der BVB noch 1 Minute in Unterzahl. Aber Clara Woltering bleibt im Tor. Man bringt also keine weitere Feldspielerin. Schön überlegt gesehen. Aber ja, man muss es wirklich sagen, Leverkusen steht wie eine Mauer zurzeit. Ja, gerade da in der Mitte. Also, wirklich. Also man muss versuchen, noch mehr über außen zu kommen. Jetzt wird mir das Spiel noch ein bisschen. Endlich mal über außen. Ja, ich hätte beinahe gesagt, da waren wir über außen. Aber es fehlte da die Lücke über außen. Also ich habe den Eindruck, das ist eine ganz andere Halbzeit, ein ganz anderes Spiel, wenn man die erste mit der zweiten betrachtet jetzt. Also es macht dir nicht so viel Spaß, ne? Müssen wir durch, unsere Zuschauer auch. Aber ja, ich persönlich weiß da noch immer gerne auf eine gute Abwehr- und Deuterleistung hin. Das kann auch Spaß machen. Das war gut gespielt. Ich sehe gerne Tore, so wie da. Ja, leider auf der falschen Seite aus deiner Sicht. Zivile Jogudide. Und noch 20 Minuten, gute 20 Minuten hier in Herdecke zu spielen in der zweiten Halbzeit. Und die Gäste führen mit 21 zu 19. So, jetzt muss irgendwann der Knoten auch mal platzen auf Seite von Borussia Dortmund. Und man muss jetzt erfolgreich abschließen. Ja, das ist das, was Gino gesagt hat, breit anlegen das Spiel. Also die stehen wirklich gut, das muss man ganz deutlich sagen, die Gäste aus Leverkusen hier im NRW-Derby. Und dann schließt man sauber ab mit der Elf, war das Anne Fleur Bruggemann. Und es gibt eine erneute Auszeit und ja, was hat sich Gino jetzt einfallen lassen, der Trainer vom BVB? Wir spielen jetzt mit 6-0, machen wir weiter. 2 Kreisläuferinnen, Rolle, ja, mit euch beide. Alina links, ja, Svenny rechts. Und dann geschickt auf die halbe Position, da die 2 gegen 2 spielen. Ja. Und das heißt in der Abwehr, du links, 2, ja, ihr beide. Und Hami hier rechts und du wechselst mit Svenny. Ja. Sonst bleibt. So, Anne, du immer entweder Rolle oder du spielst rot und machst den Übergang. Ja, und von daher spielen. So, wir beide, Rückraum dann und dann weiterspielen. Ja, komm. Ja, Felix, was meinst du? Ist das die Lösung? Das werden wir jetzt sehen. Also ist sicherlich klar, dass er dass da irgendwie umgestellt werden musste. Ja, nochmal, an der Angriffsleistung liegt es nicht.
auch wenn wir jetzt in der zweiten Halbzeit erst ein Tor geworfen haben. Aber wie die Tore hinten fallen, das ist so einfach. Und da ist es jetzt so, dass er... Auch der Nachwuchs hat auf jeden Fall Spaß in der Halle, das ist wichtig. Aber die Fans von Borussia Dortmund sind im Moment nicht so glücklich. Also man sieht wirklich wie... Ach, endlich mal Svenja Huber! Wer sagt's denn? 2022. Da kommt die Wiederholung. Sie setzt sich schön durch, steigt hoch, schließt ab. Ja, und so muss man das dann eben verteidigen. Also das ist, keine Zauberei, was Leverkusen da macht. Das ist einfach nur sehr druckvoll auf die Lücken gegangen dann. Und wenn man da dann frühzeitig unterbindet, dann zwingt man sie eben in den aufgebauten Angriff. Da geht gleich der Arm hoch dann. Da ist er oben. Sehr gut geblockt, Fuß. Ja. Gut gesehen von Askar. Der muss rein. Der Ball ist drin, wer sagt's denn? Johanna Stockleder. 21 zu 22. Ja, obwohl Gino gar nichts zur Abwehr gesagt hat, sieht das jetzt schon. Ja, ist richtig. Hanne hängt da hinten dran, hindert Brüggemann den Ball anzunehmen. Alles gut. Aber so langsam müsste auch mal wieder der Arm hochgehen. Und dann ist der Ball auch drin. Ja, von den Toren macht sie halt einfach 2-3 pro Spiel, Jogurtita. Da sieht man es ganz gut. Pass angetäuscht, sieht, dass sie Platz hat. Und dann passt er. Ja. Und da ist ja wohl auch drin. Ja. Ja, jetzt pfeifen sie es konsequent. Das haben sie gerade auf der anderen Seite auch gepfiffen. Also dieses Ziehen von hinten. Ja, die Parode da. Das konnte man nicht sehen, aber da klebt der Ball am Trikot. Da hat Rode eigentlich relativ wenig falsch gemacht, außer halt einfach vorher zu spät zu kommen. Aber und eine 2 Minuten Zeitstrafe für unsere Gäste, und zwar für die Nummer 43, Jennifer Rode. In Unterzahl. Nein, nein. Also da hätte ich jetzt gerne mal die Zeitlupe von. Das sind jetzt natürlich zwei Szenen, die richtig wehtun, da in Überzahl so einen 7 Meter gegen sich zu kriegen und vorne dann aus einem guten Winkel eigentlich nicht zu treffen. Aber noch ist genug Zeit, es ist jetzt nur wichtig, nicht die Köpfe hängen zu lassen.
Leverkusen wieder vollzählig. Wir wussten ja von Anfang an, dass Leverkusen ein sehr unbequemer Gegner ist. Letzte Woche haben wir ja ein tolles Spiel in Göppingen gesehen. Der BVB Handball-Damen, da haben wir gewonnen. Und heute wird es sehr schwer werden. Wie man jetzt zur Zeit das Spiel sieht. Viele Ungenauigkeiten. Da sehen wir Svenja Huber. Nicht unwichtig, jetzt mal wieder endlich mag man fast sagen, ein Tor erzielt zu haben. Am Tor. Sie sehen es vorbei. Ja, ganz schön weit vorbei. Weiter geht's, Freunde. Weiter. Pariert. Ja, richtig. Da gab es Kontakt. Da darf man den Ball einfach nicht verlieren. Und jetzt muss es schnell gehen, Sousa ist noch vorne. Das sind übrigens die Tore, die im zweiten Durchgang komplett fehlen, weshalb du auch keinen Spaß an dem Spiel hast. Ein paar nachdenkliche Gesichter hier auf der Tribüne auch zu sehen. Auch Alina Greise kommt jetzt in der zweiten Halbzeit nicht mehr so richtig zum... Ja, wie soll ich es formulieren? Ich will mir mit die Worte... Also an den Fans liegt es nicht. Sie feuern weiter ihre Mannschaft hier an. Schwarz-gelbe Mannschaft. Also irgendwie.
So, jetzt. Ja, es geht doch. Und nur so geht's. 24 also zu 26. A muss die... 10 Minuten noch. Also A muss die Abwehr jetzt einfach dicht sein in den letzten 10 Minuten und B müssen wir daraus aber auch zu diesen einfachen Toren kommen, weil du hast vollkommen recht, im Angriff, im aufgebauten Angriff tun wir uns jetzt unglaublich schwer phasenweise. So, jetzt muss es wieder schnell gehen. Mein Eindruck ist auch, jetzt wirken sie ein bisschen nervös. Oh, und noch einmal im zweiten Versuch dann der BVB. 25-26. 9 Minuten. Wären Sie jetzt nervös, die Gäste aus Leverkusen? Und ist der Knoten geplatzt beim BVB? Wir werden es jetzt in den letzten 9 Minuten erleben hier. Ach nein, also Entschuldigung, das ist mit zweierlei Maß gemessen. Da gibt es auf der anderen Seite nur einen Freiwurf für. Wir können uns nachher gerne die Szenen mal alle so zusammenschneiden. So, aus meiner Sicht ist das kein 7 Meter. Genauso wie es auf der anderen Seite dann natürlich da auch keiner ist. Die jetzt. Ja, den Holte jetzt im Tor. Und was macht sie? Gar nichts, sie hat keine Abwehrmöglichkeit. Und die Gäste führen mit 27 zu 25. Ja, aber es waren auch schon mal 4. Ne? Jetzt sind es 2. Ja, jetzt muss der BVB erfolgreich sein. Denn die letzten 8 Minuten, die können schnell vergehen jetzt. Besonders wenn man also im Rückstand liegt. Und da muss so ein Ball sitzen, um es mal so deutlich zu sagen. Jede Sekunde ist jetzt wichtig. Ja, die Uhr läuft weiter. Jetzt wird gleich wieder der Arm hochgehen. Ganz wichtig, sich dann nicht einen unnötigen Gegentreffer zu fangen. Arm ist oben. Und die Dortmunder ja, gut gearbeitet. Gut eigentlich jetzt. Zwei, ne, 3 Pässe noch. 1, 2. Jawohl. Clara Woltering hat jetzt den Ball. Geht leider nicht ganz so schnell jetzt, dann. Jetzt müssen die Dortmunderinnen abliegen. Also, Mädels, jetzt nicht verwerfen. Ich habe schon mehrfach gesagt, Leverkusen ist kein guter Gegner für den BVB. Also Kompliment wirklich auch an Vanessa Fehr, die wirklich ein großartiges Spiel auch macht. Ja, zweite Halbzeit hält sie wirklich gut. Das muss man ganz, ganz deutlich sagen. Also, also wenn jetzt nicht noch ein Wunder geschieht, dann wird der BVB hier nicht als erfolgreiche Mannschaft das Parkett verlassen, abwarten. Muss man sozusagen. Abwarten.
Also wenn die Defensivleistung weiter so ist, das sind wie gesagt ein, zwei Ballgewinne, dann bist du hier, also ich meine zwei Tore, du bist ja dran, obwohl die Leistung wirklich nicht gut ist. Das ist, denke ich mal, sieht man schon. Da. So, das ist der erste Ballgewinn, jetzt muss es schnell gehen, Rode ist vorne. Ja, Felix, vielleicht hast du heute recht, also Alina Greise, sie wirklich auch jetzt nicht in der zweiten Halbzeit zu. Jetzt aber der Ball ist drin! Also, wer sagt's denn? Felix, ich bin wieder auf deine Seite jetzt. 26 zu 27. 5 Minuten noch. Ja, sehr, 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 sehr schwieriger Wurf über das falsche Bein. Und man sieht also auch die Anspannung hier auf der Tribüne. In Herdecke. Und leider nimmt jetzt Rode runter, Top-Torschützin bei Leverkusen. Die ist platt, hat man gerade auch schon bei dem einen oder anderen Zweikampf gesehen. Mit Kim Berndt und Sibylle Gotite, zwei flinke, 1-gegen-1 starke Spielerinnen da auf dem Platz. Die letzten 4 Minuten wird der BVB das Ding noch drehen. Werden wir einen Sieg des BVB hier noch erleben dürfen? Alle wünschen sich das. Und Clara Wolterich, sie macht ein klasse Spiel jetzt in der zweiten Halbzeit. Sie steht meistens goldrichtig. Und jetzt sollte der BVB abschließen. Er sollte jetzt auf jeden Fall ein Treffer erzielen. 4 Minuten noch jetzt hier zu spielen. 26 zu 27. Man kann jetzt den Ausgleich hier erzielen. Gut. 700 Zuschauer hier in Herdecke und fast alles Dortmund-Fans trommeln hier jetzt den BVB und feuern den BVB an. Der BVB hat den Ball weiterhin im Besitz und es wird noch mal kurz gewischt jetzt hier. Die Uhr ist angehalten. Also, das wird eine spannende Phase jetzt hier in den letzten 3,5 Minuten hier in Herdecke. Und der BVB wünscht sich so einen Sieg. Also man hat ja keine guten Erfahrungen. Man ist immer leider also als Verlierer in der letzten Zeit gegen Leverkusen vom Spielfeld gegangen. Heute soll es anders sein. Und da hilft sogar Clara Wolterich mit, hier den Boden zu wischen. Alle sind fleißig, jeder hat ein Handtuch hier. Und jetzt geht es weiter. Also jetzt der Abschluss, 27-27. So wünsche ich das der Felix. So Leute, alles geht jetzt, Vollgas! Huber. Frankreich. Alina Greise. Das ist jetzt natürlich auch für die Spielerin, die da die Entscheidung nehmen müssen, keine einfache Situation. Und der Ball ist drin. Wer sagt's denn? Ausgleich. 27-27. So, und jetzt Mädels, aufgepasst. Macht die Hütte dicht. Macht die Hütte dicht. Passt auf jetzt hier. Und da gibt es eine Unterbrechung, die Zeit ist angehalten. Und haben wir da eine Zeitlupe von? Ich habe es nicht. Ich genau weiß gesehen. Es nicht, Kollegen, könnt ihr da. Aber und was gibt's? Rot! Also die zweite rote Karte, wann war? Die Hand ist im Gesicht. Die Frage, ob der Kopf. Also kann mich kaum an ein Spiel erinnern, Felix, wo es 2 rote Karten gegeben hat. Also. Ich wüsste im Moment. Ja gut, das ist jetzt weil dritte 2-Minuten-Strafe, ja, nicht okay. Glattrot. Trotzdem. Die 2 Minuten sicherlich auch berechtigt, wenn. Also die Hand war im Gesicht, ja. Die Frage war, in welcher Höhe. Wenn du den Arm halt einfach auf Hüft- oder Brusthöhe hältst und dann der Hand im Gesicht ist, ist es eben so, dass die Angreiferin oftmals mit dem Kopf tief geht und das provoziert. Wenn der Arm natürlich auf Kopfhöhe ist, vollkommen berechtigt, die 2 Minuten. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Rode wieder auf dem Feld. Also man sieht hier Nervosität auf der Tribüne. Natürlich, klar. Auch bei uns hier auf unseren Kommentatorplätzen. Also Arm ist oben. Gute Verteidigung. Und
Sie hörte! Wird das wieder so ein Spiel werden, wo Clara Woltering den Punkt rettet oder beide? So, 2 Minuten jetzt noch zu spielen. Dortmund 1 Minute und 8 Sekunden in Unterzahl. So, sie bleibt. Also Clara Woltering bleibt also im Tor. Man bringt also keine weitere Schöpfe dahin. Jetzt könnte der BVB, das wäre natürlich für mich eine kleine Überraschung, wenn das jetzt klappt. Und der Ball ist weiterhin in den Händen von Borussia Dortmund. Und weiter geht's nicht. 90 Sekunden noch hier in der Sporthalle Will. Ich hätte gesagt, Wellinghof beinahe in Herdecke. Die Zuschauer, sie sitzen nicht mehr. Sie stehen jetzt hier auf der Tribüne und feuern kräftig den BVB an. Was für eine Spannung jetzt hier in der letzten Spielminute, die gleich beginnen wird. Der BVB hat den Ball. Alina Greisels, Müller hat den Ball. Alina Greisels, Hammer Frank Heil. Wer wird es wagen, aufs Tor zu werfen und vielleicht sogar zu treffen? Noch 58 Sekunden, genau. 58 Sekunden und 6 Sekunden noch in Unterzahl. Diese 6 Sekunden wird man also schaffen. Und gehalten, also. Man muss wirklich sagen, Vanessa Fehr, sie, besonders in der zweiten Halbzeit, hat ein klasse Spiel. Aber bei den hättest du vielleicht auch gehalten, weil der Block ja vorher dran war. Trotzdem muss man sagen, sie war groß. Ja, sicherlich. Also das muss man ganz deutlich sagen. Und Clara Woltering, jetzt muss der BVB aufpassen. Clara Woltering natürlich besonders in der zweiten Halbzeit ein starkes Spiel, seit sie im Tor ist. Neidam hat noch eine Auszeit auf Leverkusener Seite. Die wird er gleich nehmen. Und wir schauen mal zur jetzt gibt er sie. Auszeit nochmal. Und jetzt bin ich gespannt, was Gino noch sagen wird. Und auch die Kollegen mit dem Ü-Wagen sind sehr, sehr gespannt. Jetzt. Hey, hier. Also. Wir bleiben so stehen hier. Ja, das heißt, dass Mitte und rechts spielen. Wir wissen, die müssen das auch machen. Die kreuzen. Da darf kein Wurf sein von 3. Da darf auch kein Wurf von. Das ist klar. So einsinken. Das ist eins. Das zweite ist, wenn wir noch den Ball bekommen, ich nehme Auszeit. Aber wenn das nicht schafft, dann spielen wir Kämpfer für sie. Ja, Kämpfer. Ja, okay, alles klar. Aber hier. Wenn rechts außen werfen lassen. Ja, okay. Alles klar. Lieber rechts außen. So. Also, das wird eine knappe Nummer. Ja, wenn man sich jetzt einen Abschluss wünschen könnte, wäre es tatsächlich, wie gesagt, der von rechts außen. Ich glaube, da hat Clara eingehalten und einer ging bald daneben. Aber den Gefallen wird Leverkusen uns natürlich nicht tun. Sie werden, wie Gino jetzt gesagt hat, einen druckvollen Wechsel einleiten. Sie suchen jetzt die Lücke und werden versuchen, noch einmal abzuschließen. Die letzten 10 Sekunden laufen. Und der Ball ist noch und der BVB hat die Möglichkeit. Auszeit, 5 Sekunden noch und Alina Greise kommt nicht an den Ball. Auszeit. Und es gibt noch mal eine Auszeit. Vier Sekunden. So. Das Gute ist, der Punkt ist sicher. Hättest du wahrscheinlich nicht gedacht. Nein, da bin ich ehrlich. Jetzt hat er gerade gesagt, jetzt hat er gerade eine Auszeit schon gesagt. Es geht da weiter, da hinten ist der Freiburg. Okay, trotzdem. Bringt nichts. Okay, ein Pass zur Mitte. Komm raus, du direkt hinterher und volles Risiko. Ja? So. Was? Nein. So. Ja, pass zu dir und du volles Risiko. Ja, aber ist egal. Alles klar? Jetzt angesagt, Alina wird den letzten Wurf nehmen, ist, denke ich mal, genau die richtige Entscheidung. Aber es ist natürlich so, es ist die Frage schon entscheidend, wird es hier 4 Sekunden sind es noch.
Leverkusen jetzt natürlich bemüht darum, dass gar keiner... 4 Sekunden sind es hier auf der Uhr. 2 Sekunden und was passiert? Es gibt... Freiwurf. Nur noch den Freiwurf. Und ich denke mal, wir werden erneut mal ein Unentschieden gegen Leverkusen hier erleben. Und wenn man den Spielverlauf sieht, denke ich mal, geht das auch dann in Ordnung. Ja, Felix, also ein Unentschieden, wo ich erst gar nicht mehr mitgerechnet habe, aber du hast damit gerechnet. Ja, das kenne ich ja von dir. Also ich denke mal, letzten Endes sicherlich ein glücklicher Punkt, wenn man sich den Spielverlauf anschaut. Eigentlich, ich glaube, nicht einmal geführt in der zweiten Halbzeit. Aber am Ende, denke ich mal, aufgrund der wirklich extrem starken Defensivleistung in der Schlussphase, dann auch letzten Endes verdient. Leverkusen hatte dann nicht mehr die Antworten, um hier als Sieger nach Hause zu fahren. Wir hatten vorher nicht die Antworten, um da vielleicht das Spiel eng zu halten und hinten raus nochmal Gas geben zu können. Insofern, denke ich, kann man auch, wenn man lieber gewonnen hätte, hier mit einem Punkt ganz gut leben. Ja, ich würde sagen, Felix, dann herzlichen Dank. Wir haben einen spannenden Handballabend hier erlebt in der Sporthalle Herdecke hier und hoffen natürlich, dass wir uns am 9. März wiedersehen werden um 19.30 Uhr dann hier beim nächsten Heimspiel des BVB 09. Wir bedanken uns, dass Sie zugeschaut haben, wünschen Ihnen nun einen angenehmen Abend, alles Gute und auf Wiedersehen.